eine sehr vertrauenserweckende Brücke. Aber solange sie hält, soll es mir egal sein. Hey ho, let's go! Oh, sag mal, jetzt müssen wir hier die Serpentinen hoch, oder was? Wollt ihr mich vergackeiern? Komm schon. Aber dann müssten wir es doch eigentlich fast schon geschafft haben. Aber jetzt reite doch mal. Guck mal, mein Pferd kommt hier hoch. Ja, da oben ist das Ziel. Wunderbar, dann haben wir es endlich geschafft. Let's go. Komm schon. Du schaffst es, Pferd. Dass die jetzt gar nicht mitbekommen haben, dass wir hier rein wollen. Okay, so, jetzt geht's rund. So, Sekunde. Ich brauche erstmal hier wieder mein Evans Repeater. Die Deckung. Und wieso wählst du jetzt die Waffe nicht aus, Hase? Push forward! Was hat er denn jetzt gerade wieder für ein Problem, bitte? Dieses Spiel will mich trollen. Was war denn jetzt wieder das Problem? Okay. Ja, die sind alle da oben. So, Freunde der Nacht. Okay, da oben sind die Nächsten. Schon. Da begebe ich mich mal ein bisschen auf höheren Grund. Guck mal, dass ich die mir von oben schnappe. Okay, einer ist noch über. Den sehe ich auch von hier nicht. Push into the village. Come on, let's finish this. You idiot. Auf geht es. Ah, Repeater Ammo. Wusste ich doch, dass man die wieder ganz besonders bekommt. Und die nächsten Hindernisse überwinden.
Okay. Was war das denn gerade? Also dieses Spiel hat die geilsten Bugs. Ich habe einfach nur die Gatling Gun losgelassen. Dann ist er hier durch die Kisten durchgeglitscht und einmal runtergefallen. Was? John, du machst mich fertig. Ganz ehrlich. Der macht mich echt alle, der Typ. Ja, alles Ammunition, die ich gebrauchen kann. Aber hier nicht hochkomme. Ah, Rifle Ammo haben wir jetzt genug. Wir brauchen ja auch eher Repeater. Ja, genau die brauchen wir nämlich. Dankeschön. Ist hier vielleicht noch ein bisschen Repeater? Naja, ist alles Rifle. Okay, wäre schön gewesen, muss aber nicht sein. Hier haben wir auf jeden Fall gut aufgeräumt. Right, Marston. We'll take two men with us. The rest will stay here and take care of the wounded. They'll plant charges at the gate. You and I'll provide the cover fire. All right, man. Blow that gate open. Keep them covered now, Marston. Hold them off. We need time to set the explosives. Dann beschützen wir die mal. Nein! Wow, das geht aber schnell hier. Okay, ich muss mir auch eine bessere Deckung aussuchen. Weil die ballern hier von allen Seiten. Get ready to hold off their fire, Marston. Up top! Cover them! Ja, gute Frage. Don't just stand there, do something! Hellfire! Oh, shit. Wow! Okay, ich glaube, das könnte ein bisschen komplizierter werden. Wie mache ich das am geschicktesten? All right, man. Blow that gate open. Ich meine, wo kann ich mich hinstellen? Hold them off. We need time to set the explosives. So. For the love of God. Marston, leave them wide open. We lost one. Keep up the fire. Oh shit. Okay. Here it comes. You tend to your wounded. I gotta face Dutch alone. Looks like it's me and you, John. You should have stayed at home. Na super. What? Was war das denn gerade? Okay, jetzt sterbe ich hier aber 5000 Tode. Was soll das denn jetzt gerade? Okay, was will er mir sagen? Da brauche ich aber jetzt wahrscheinlich mal... Okay, Sekunde. Ich brauche diese Lampen. Das werden wir noch sehen, mein Freund. So, Chase Dutch. Jetzt muss ich hier nur mal
den Weg finden, vor lauter Freude. Und ich glaube, hier geht's schon mal hoch. Ja, Dutch ist ein ganz besonderes Schätzchen. It's over, John. I ain't leaving here without you. Was eine Nulpe. Okay, hinterher. Den schnappen wir uns. Der kriegt eine Sonderbehandlung. So, nicht zu schnell hinterher. Und natürlich wieder Minen. Wie sollte es anders sein? Okay, ich will jetzt hier nicht zu sehr vorstürmen, auch wenn ich jetzt hier niemanden sehe. Ich weiß ja nicht, ob er noch irgendwelche Fallen hier für uns... Ach du Scheiße, wie sieht das denn aus? Ob er noch irgendwelche Fallen für uns hat? Okay, auf was hat er denn jetzt bitte geschossen? Kann mir das mal irgendjemand erklären? Und kann ich hier hoch? Hier ist eine Leiter, oder? Ja. So, wir gehen mal ganz gemütlich hier lang. Man muss ja nicht übertreiben hier mit der Hetzerei. Witzigerweise kann er uns, glaube ich, gar nicht weglaufen, weil ja alles getriggert wird. Also großartig beeilen muss man sich hier, glaube ich, nicht. Was auch so ein bisschen schade ist, weil eigentlich sollte so eine Verfolgungsjagd natürlich auf Geschwindigkeit angelegt sein. Ich trabe mal so ein bisschen weiter voran. Ja, doch. So, kann ich die eigentlich noch irgendwie nachladen? Ach nee, das ist ja die Bolt Action Rifle. Wieso habe ich die jetzt eigentlich ausgerüstet? Will doch den Evans Repeater, weil der hat nämlich 22 Schuss. Hello again, John. Hello, Dutch. We gotta stop meeting like this. Sure. I got a plan, John. You always got a plan, Dutch. This is a good one. I don't doubt it. We can't always fight nature, John. We can't fight change. Can't fight gravity. We can't fight nothing. My whole life, all I ever did was fight. Then give up, Dutch. But I can't give up, neither. I can't fight my own nature. That's a paradox, John. You see? Then I have to shoot you. When I'm gone, they'll just find another monster. They have to. Because they have to justify their wages. That's their business. Our time has passed, John. So at the end, you didn't have the guts to shoot him. The man's dead, Ross. Sure. Can I see your gun? Oh, trust me. It looks better in the report that way. Where's my family? Your wife was killed in a prison riot last week. So, I'm only joking, dear boy. They were sent back to that
Scrabble ranch of yours in Beecher's Hope. They're quite safe and sound. They better be. Thank you, Mr. Marston, for everything. I know this wasn't easy for you, but I have to say, you've done your country proud. Yeah, exactly. See you around, John. Try to stay out of trouble. Come on, Archer. Let's go find somebody else we can annoy. Und das war's mit Dutch Vanderlyn. Wir haben das gemacht, was die Regierung wollte. Und jetzt können wir nach Hause zu unserer Familie. Ich aber leider unterbrechen muss, weil ich die Map brauche. Wo sollen wir eigentlich hin? Hierhin ist auch gar nicht so weit. Abigail Marston, da ist sie. Ach, wir waren ja gar nicht so weit weg von hier. Hab ich mir nicht hier eine Unterkunft gekauft? Oder nee, hier unten war das. Keine Ahnung. Oder hier? Keine Ahnung. Irgendwo habe ich mir doch jetzt gerade für $400 eine Unterkunft gekauft gehabt. Das ist ja wohl jetzt ein Witz, oder? Egal, wir wollen nach Hause zu Abigail, weil das Spiel ist noch nicht vorbei. Wir haben jetzt zwar unsere Pflicht erfüllt und alle erledigt, die wir erledigen mussten. Aber jetzt müssen wir erstmal zurück zu Haus und Hof und Familie und überhaupt. Ah, das Lied ist toll. Aber ich denke, ich werde auch gleich, wenn wir dann nach Hause gekommen sind, sozusagen eine kleine Pause machen. Denn auch wenn wir zu Hause sind, geht das Spiel noch weiter. Da haben wir noch einige Aufgaben zu erledigen. Wir müssen ja unser Haus und Hof auch noch bestellen. Und auch natürlich erstmal Wiedersehen feiern. Schade, jetzt sind wir hier aus dem Schnee schon wieder raus. Jetzt wird es wieder braun und grün. Oh, Hirsch! Ja, ich glaube, hier das Häuschen habe ich mir gekauft. Dann hätte ich mir das ja doch sparen können, aber das wusste ich jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt echt überhaupt kein Gefühl mehr dafür gehabt, wie lang das Spiel noch geht. Und dass es dann doch so schnell mehr oder weniger, zumindest beim ersten großen Finale, zu Ende ist. Weil es kommt nämlich noch ein bisschen was, wie gesagt. Ich kann auch eine Schnellreise machen, aber ich finde das Lied schön. Wow! Beecher's Hope. Wir sind mehr oder weniger schon da. Da vorne wartet hoffentlich Abigail auf uns. Ja, und hier ist unser Haus und Hof. Und dann würde ich sagen, feiern wir das Wiedersehen mit Abigail beim nächsten Mal. Es soll ja spannend bleiben. Und ja, ich hoffe, euch hat es bisher gefallen. Wie gesagt, wir werden jetzt sicher noch so ein, zwei Stündchen, vielleicht nicht ganz, aber so ein bisschen was vor uns haben. Das ist anscheinend unser Haus- und Hofhund. Und ja, das Wiedersehen mit Abigail feiern wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis denne dann und tschüss!